Schuss gekriegt. Warte, 20 Jahre Hip-Hop? Wallah, ich fick Mutter von meiner Karriere heute. Jetzt fängt der Spaß an. Warek, Schlitten, hä? So, Schlitten, Schlitten, Schlitten. Ich fahr auf das, was ihr Namus und eure Familie nennt. Die ganzen Reactor, die sich jetzt freuen, weil die wieder ein paar Cents machen, weil Manuel wieder ausgerastet ist, die euch jetzt da hinstellen und reactet da drauf, ne? Ich fick eure Schwestern, fick ich auch. Hi, hier Masak aus dem Schnitt. Ich wollte gerade das Video hochladen. Es ist alles im Kasten und mich rief gerade Manuelsen an. Und wie ich schon vermutet habe, in meinem Video werdet ihr gleich hören, hat er mich nicht gemeint mit dieser Reaction, Leute. Hätte mich auch sehr verwundert. Ich will nur eine Sache klarstellen. Ja. Ne? Ich bin heute so ein bisschen durchgedreht im Internet. Ja. Ne? Und danach habe ich eine Story gesagt. Ich meine so, und die Reactor, die jetzt wieder schreiben, Manuel eskaliert, ohne zu sagen, warum. Und sich einfach lustig. Ich meine, ich fick eure Mitte auch, dies, das. Damit bist natürlich nicht du gemeint. Also du bist damit auf gar keinen Fall gemeint. Ja, Freunde, was geht da wieder ab? Ihr bombardiert mich gerade komplett zu mit irgendwelchen Ausschnitten von Manuelsen. Er soll wohl komplett geplatzt sein. Ich sage euch ganz ehrlich, direkt am Anfang dieses Videos, ich kenne Manuel auch persönlich, er ist privat einer der korrektesten und sympathischsten und stabilsten Menschen, die ich kennengelernt habe, vor allem in dieser dreckigen, ekelhaften Internetwelt. Aber warum er ausgeflippt ist, ich kann es mir hier irgendwie nur vorstellen, irgendwas mit APK vielleicht zu tun. Wir wissen es nicht ganz genau. APK hat ja eine Story gepostet, dass es irgendwie voll die Faxen gab im Hintergrund und Manuel ist, glaube ich, diesbezüglich komplett ausgerastet. Ganz kurz das, was APK geschrieben hat dazu. Hey, ich wurde die Tage von Leuten aus bestimmten Banden bzw. Clans bedroht. Es gab Telefonate, Sprachnachrichten und sogar eine Schlägerei, aber nicht mit mir. Es war einfach beängstigend. Man hat es geschafft, mich unter Druck zu setzen, aber umso wütender macht mich das Ganze. Ich überlege und lasse mir deswegen mit meinem Video ein bisschen Zeit, denn diese Gaukler, die sich in diesem Fall für Minderheiten einsetzen wollen, sind die größten Unterdrücker mit heftiger Hintermannpolitik. So, kommen wir aber jetzt zur Antwort von Manuelsen. Allah, meine Karriere, Allah. Jetzt. Heute, nur Feuer. Nur Feuer. Alles klar. Moin, wie geht's euch? Gut. Alles klar, alles gut? Soweit gut, ich mach mal schnell Licht an. Guck mal, sag ich keine Namen. Sag ich keine Namen. Heute an. Guck mal, wir haben einen Deal jetzt. Wir haben einen Deal, okay? Guck mal, ich werde meine Musik weitermachen. Ich werde meine Videos drehen. Ich werde meine Touren spielen. Und ich werde das auf mein Instagram promoten. Und dies, das werde ich alles machen, damit meine 20-jährigen Fans das mitkriegen, wenn ich was mache. Für alle anderen im Internet, ne? Für alle anderen, die ihr Mund aufgerissen haben im Internet. Und ich sage jetzt extra keine Namen, weil das nämlich Fotzen sind, zur Polizei gehen. Ne? Tala Homie, du Hurensohn. Du Hurensohn. Wenn ich auf deiner marokkanischen Mutter keinen Schlitten fahre, ich heiße nicht Manuelsen. Okay? Falls einer jetzt denkt, es geht um ABK, geht es natürlich nicht. Okay? Ich meine natürlich nicht ABK. Ich werde auf deiner Mutter werde ich Schlitten fahren, du marokkanischer Bastard. Ich fick deine Mutter. Und du, meint der? Du anderer, der da hingeht in sein Twitch-Stream und darum geht, oh, Manuel, oh, du bist 50 Jahre alt, du brauchst Rollator. Immer das Nika, ja Achu Sharmota. Ja Achu Sharmota, ich fick deine Schwester, du Bastard. Deine Schwester werde ich dir ficken. Wie meint der? Ich fick deine Mutter und die andere Mutter fick ich auch. Ich fick euch, fick eure beiden Mütter, wie ihr da seid. Ich fick auch die, die euch zugucken. Die, die euch zugucken, die euch supporten, die sich eure Community nennen. Ich fick Anik, Immen, Killeten. Ich fick von euch allen, die Mutter fick ich. Ihr seid alles Hurensöhne. Hurensöhne, ehrenlose Bastarde, so wie ihr auch selber sagt. Deswegen, das ist keine Beleidigung von mir. Ich meine natürlich nicht ABK und ich meine natürlich auch nicht Heikel. Ne? Hä? Fick ich eure beiden Mütter, die ihr da seid. Und wenn ihr Männer seid und wenn eure Väter Männer in eure Mütter gespritzt haben, ne, macht was dagegen. Macht was dagegen. Macht was dagegen. Meint ihr den Sammy oder was? So, Sammy? Dann denkt ihr, eure Internet-Community macht mich als Mann aus? Meint ihr, ein Boxkampf macht mich als Mann aus? Meint ihr, weil ihr im Internet und Videos macht und sagt, oh, du bist fast 50 Jahre alt und so, das juckt mich? Ich fick eure Schwestern, eure Mütter, eure Tanten, eure Cousinen. Was ihr wollt, ich fick von euch. Ihr namuslosen Hurensöhne, ich fick eure Schwestern. Ich fick eure Schwestern, da Kullek. Hört ihr, was ich sage? Hört ihr, was ich sage? Ganz einfach. Es geht natürlich nicht um Heikel und es geht natürlich auch nicht um ABK. Nicht, dass das hier falsch verstanden wird. Hä? Ja? Um wen dann? Nur gegen imaginäre Bots.
Ich meine natürlich keine ehrliche Person. Nur damit ihr das versteht. Tamam? Der meint ABK und Heike. Die ganzen anderen, die ankommen und die ganze Zeit zu mir diese komischen Nachrichten schreiben, ABK hat dich so, ABK hat dich so. Ich hab nichts gegen ABK. Aber diese beiden Bots, die da im Internet die Umwelt schreiben, ich fick eure Schwestern. Eure Schwestern fick ich euch. Okay? Und wartet ab. Wir wären nicht die Männer, die wir geworden sind, wenn wir Angst vor Gefängnis hätten. Hä? So eine Angst vor Polizei? Bei Anikel Dauleker, man. Versteht ihr, was ich meine? Anikel Dauleker, man. Und dich fick ich auch, du tunesischer Bastard. Geht und macht weiter Witze über Schwarze. Ich fick dich und ich fick den anderen. Hört ihr, was ich sage? Und natürlich meine ich nicht Heikel und nicht ABK. Doch, der meinte 100%. 100% weiß ich. Eure beiden Mütter fick ich. Eure beiden Schwestern fick ich. Ihr sagt, jetzt fängt der Spaß an. Hey, Halla, fängt der Spaß an. Warek, Schlitten, heck. So, Schlitten. Ich fahr auf das, was ihr Namus und eure Familie nennt. Anika. Eure Schwestern fick ich. Hört, was ich sage. Und jetzt bleibt auf diesem Dildo sitzen. Ich fick eure Schwestern. Wallau. Merhaba lejiten. Ich bin komplett schockiert gerade. Ich bin mir zu 100% sicher, er meint damit ABK und Heikel. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist in irgendeinem Twitch-Stream, aber egal, was auch immer da vorgefallen sein sollte, das, was da gerade abging, kann man mit keinem einzigen Prozent gutheißen. Und ihr wisst, ich bin sehr, sehr gut mit Manuelsen. Ich mag und liebe ihn eigentlich auch wirklich. Der ist einer der ganz, ganz wenigen in dieser Internetwelt, wo ich sage, der ist stabil, er ist ein guter Mann. Aber das, was ich gerade hier reingezogen habe, jenseits von Gut und Böse, und ihr wisst, ich habe kein allzu gutes Verhältnis zu Heikel. Ja, nee, ihr erinnert euch an mein Beef damals gegen ihn. Das war unter aller Sau. Ganz, ganz eklige Sachen standen im Raum. Und trotzdem, das, was hier ausgesprochen wurde, kann man nicht gut reden. Es ist ekelhaft. Was hat die Mutter damit zu tun von ABK? Ja, nee. Die arme Frau hat alleine ihre Kinder großgezogen. Bei Heikel weiß ich nicht, ob er eine Schwester hat oder allgemein. Diese Begriffe kann ich nicht unterstützen und die feiere ich auch zu 0%. Es ist schockierend gerade für mich. Hier kommen wir auch noch später. Ja? Du kannst froh sein, dass mein Bruder Jihad mich jetzt davon abgehalten hat, deinen Namen hier zu sagen. Wallah, zu dir kommen wir noch später. Dein Schwur und dein Allah und dein das, woran du glaubst, ne? Ohne Bildachtel Ishri. Ich schau auf meine Mutter, du glaubst nicht an Allah. In Tebas, du glaubst an Geld. Und du schwörst und lügst. Wer? Was Wakaf? Wakaf, Habibi. Wakaf. Warte ein bisschen. Zu dir komme ich auch noch. Wallah. Heute, meine Karriere, 20 Jahre Hip-Hop. Wallah, ich fick Mutter von meiner Karriere heute. Warte du auch ab. Oder denk nicht, irgendeiner hat Angst vor dir. Warte. Einer beleg bei Internet. Wokopfschwei. Warte. Was ist bei dem passiert? Warte. Ich stehe komplett auf dem Schlauch. Ich weiß nicht, was da bei ihm passiert ist. Er wird mit Sicherheit auch sich die nächsten Stunden oder Tage dazu äußern, warum er so geplatzt ist. Wie gesagt, wir können nicht dahinter stehen, wie er da geplatzt ist. Ich weiß nicht, was im Hintergrund alles vorgefallen ist. Ob seine Eltern beleidigt wurden, ob es bei ihm irgendwas Ähnliches gab, dass er jetzt hier so platzt. Ich weiß von gar nichts. Ihr habt mir nur diese Manuelsen-Videos zukommen lassen. Also wirklich hundertfach gerade. Ich wurde zugebombt. Ich muss eigentlich zum Training. Aber ich verstehe es jetzt, warum das gerade so abgeht, warum das gerade so heikel ist. Ja, unpassender Begriff gerade. Aber das ist jenseits von Gut und Böse und keine Ahnung, wer jetzt diese dritte Person war, die da gemeint wurde. Und drittens, wallah, jetzt habe ich Kurzschluss gekriegt. Warte. Drittens, Smaaleya Bintel Schlicki. Smaaleya Bintel Haram, ja Bintel Ahbe. Warte. Mach du auch weiter. Ich sag, Matat Nikot immer bei Internet, ne, Mo ist Emanuelsen, ich sag, Matat Nikot immer. Immer tat Nika. Hä? Je Bintel Kachba, je nahm Bububuk. Warte ab. Warte du auch ab.
Onobe, Onobe, die ganzen Reactor, die sich jetzt freuen, weil die wieder ein paar Cents machen, weil Manuel wieder ausgerastet ist, die euch jetzt da hinstellen und reactet da drauf, ne? Ich fick eure Schwestern, fick ich auch. Ich fick eure Schwestern, fick ich auch, ihr gottlosen Bastarde. Ihr gottlosen Bastarde. Oh, wir können wieder Reaction machen. Es eskaliert. Manuel rastet aus. Imkentat Nika, ihr Willettel Scharmota, Willettel Scharmota. Ich fick euren Namus, fick ich. Euer Namus, fick ich. Walla, ich fick den Sand in eurem Dorf. Anik, immen Anika, ich fick eure Schwestern. Arufton, bitteschön, setzt euch da drauf. Ja, ich meine, ich habe keine Schwester, trotzdem unter aller Sau, was er da sagt. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er mich damit nicht implementieren will. Er hat ja einen Hasskick auf den Sofian, er hat Hasskick auf Marvin California, er hat Hasskick auf den Roos, er hat Hasskick so gefühlt auf jeden Reactor da draußen. Ich bin meiner Meinung nach, so wie ich es mitgekriegt habe, einer der ganz, ganz wenigen, der des Öfteren hinter Manuel steht. Ich kenne ihn ja auch, wie gesagt, privat. Er ist auch ein guter, aber trotzdem hinterlässt das einen faden Beigeschmack, so wenn er das alles verallgemeinert. Ich weiß, ich allgemeiner auch immer, wenn ich sage, fick ich jeden Rapper und hier und da, aber ihr wisst ja, wie das gemeint ist. Und trotzdem nicht schön, die Begriffe, die er hier in diesem Video benutzt hat. Ich würde zu gern wissen, was da vorgefallen ist, das ihn so zur Weißglut bringt, weil das sind Wörter, die kann man nicht einfach so zurückziehen. Warte, und diese Schwarzen, die gehen und sagen, der Witz war doch gar nicht so schlimm und Manuel, du übertreibst. Die Schwarzen, die Telzen und mir im Rücken gefallen sind, ne? Die sagen, ihr übertreibt, soll einer kommen und eure Mitte auch ficken. Wallah, einer soll kommen und eure Mitte auch ficken. Ich fick eure Mitte auch. Aroftan, dann habt ihr das auch verstanden. Wenn ihr wissen wollt, was ich sein will, Türke, Araber, dies, das, ich will der sein, der eure Mütter fickt und eure Schwestern. Der will ich sein. Jetzt wisst ihr, wer ich bin. Bitteschön. Warte, und an die, die denken, dass Manuel verrückt ist und ich weiß, was er sagt und einen Durchdreher kriege und die Leute mich so als Psychopathin stellen wollen, der einen seelischen Schaden hat oder einen psychischen Schaden hat. Guck mal, ich sag euch was. Wallah, mir geht's gut, Gott sei Dank. Aber diejenigen, die so denken, dreimal dürft ihr raten. Ey, voila. Ich fick eure Mütter auch. Das ist ganz leise und ganz vernünftig. Oh, Gott. Eure Mütter, ich fick auch. Ja, bitteschön. Bitteschön. Ey, was ist das, Alter? Ja? Das ist ja wie Weihnachten. Und morgen heißt es nicht, oh, sorry, ich will mich entschuldigen. Ich weiß nicht genau, was ich gesagt habe. Nein, Kurban, ich fick dir. Ich fick schon ficken eure Mütter. Macht euch gar keine Sorgen. Ich fick eure Mütter schon. Macht dir gar keine Sorgen, Kurban. Scheiße, Alter. Ich bin in einem Film oder in einem Traum. Ich weiß es gar nicht. Was geht hier gerade ab? Aber er hat schon recht. Das wird so durch die Decke gehen, das ist nicht mehr normal. Aber natürlich unter aller Sau, was er da gesagt hat. Weiß nicht, was der Grund seines Austickers da ist. Trotzdem wäre sehr, sehr schade drum. Ich meine, der hat ja nichts Harmloses gesagt. Ich meine, unsere Mütter sind ja auf unseren Köpfen. Vor allem meine Mutter, die Mutter von mir und meinen Brüdern, die Tante von meinen ganzen Cousins, die Frau von meinem Vater, die Schwägerin von seinen 8 Brüdern. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es ist eine Person, die hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, so viele Mütter in eine Scheiße mit hineinzuziehen, die eigentlich quasi aus nichts im Vergleich zu dem, was jetzt gerade passiert ist, entstanden ist. Ja, ich kann verstehen, dass er sich da abgefuckt hat. Ja, ich kann verstehen, dass er sich da aufgeregt hat. Er und Telzen, wie gesagt, eigentlich sympathisiere ich vollends mit Manuel. Mit Telzen sowieso. Liebe geht nur raus an den Bruder. War das, was jetzt hier gerade abging, jenseits von Gut und Böse, wirklich. Hi, hier Mazak aus dem Schnitt, der Vollständigkeit halber. Er hat noch was hinzugefügt, weil er die dritte Story irgendwie offline genommen hat, wegen eines Versprechers. Wir ziehen uns das jetzt auch mal rein. Guck mal. Möge Allah mir verzeihen, ich hatte gerade einen bösen Versprecher gehabt, weil ich war wirklich sehr in Rage und bin noch sehr in Rage. Deswegen habe ich das letzte Video gelöscht über eine gewisse Person, weil ich da einen bösen Versprecher drin hatte. Das tut mir wirklich sehr leid, aber das ändert trotzdem nichts am Fakt, ne? Dass du entlarvt wurdest, du wurdest enttarnt. Was ich eigentlich sagen wollte, dass du kein, meines Erachtens nach, weil du uns sehr oft geschworen hast und das augenscheinlich eine Lüge war und du alles für Reichweite tust. Okay? Du tust alles für Reichweite, alles. Okay? Und ich werde das nicht auf mir sitzen lassen. Ich sagte direkt vom Ende. Ich werde das nicht auf mir sitzen lassen. Nur damit du Bescheid weißt. Ich habe dieses Video nur gelöscht, weil ich da einen Versprecher drin hatte, der mir zu Schaden kommt. Okay? Guck mal, und an diesem tunesischen Bastard, der in seinem Video schreibt, Manuel, der Sunnitenhasser, ne? Das werde ich dir auch nicht verzeihen und werde dir das auch nicht durchgehen lassen. Ich hasse weder Sunniten, ich hasse weder Schiiten, ich hasse weder gar nichts. Okay? Widerleg doch die Sachen, die ich dir gesagt habe, die ich dir vorgeworfen habe. Dann bist du ein Mann. Nicht, wenn du hetzt. Okay?
Sehr interessanter letzter Beitrag, den er hier gepostet hat. Diese ganze Thematik mit der Religion, das habe ich ja auch schon bei diversen Leuten mitgekriegt. Dieser Beef zwischen Schiiten gegen Sunnis und so weiter und so fort. Als wenn unsere Umma nicht schon genug Probleme hätte mit allen anderen drumherum, muss man sich jetzt auch noch von innen bekriegen. Das finde ich halt auch absolut lächerlich und peinlich. Und dann mit solchen Begriffen um sich zu werfen, ja, dies Hasser, das Hasser, unter aller Sau, brauchen wir hier gar nicht diese Thematik erst aufzumachen. Ja, Freunde, so viel zu dem Video. Ich kann euch hier nur dasselbe sagen, was ich Manuel gerade am Telefon auch gesagt habe. Absolutes No-Go, sowas kann er nicht machen. Auf Mütter gehen, die haben mit der Thematik nichts zu tun. Ich möchte mich hier einfach für die Begriffe, die gefallen sind, entschuldigen. Auch wenn es mit mir nichts zu tun hat. Naja, so viel meine Meinung zu der Thematik. Schreibt ihr mir sehr, sehr gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Passt auf euch auf, passt auf eure Familien auf. Bis dann und genug Internet für heute. Ciao.